Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Es geht weiter mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir hatten einen Quest angefangen am Ende, dass wir Karl Dieter Kangis folgen wollen. Auf seinem Weg zur Quelle. Der Feenquelle. Ich dachte zuerst, er weiß nicht, wo die Feenquelle ist. Aber anscheinend schon. Ihr sollt sie für ihn fotografieren. Und jetzt ist er losgezogen. Ich dachte, geh hin, mach ein Foto, bring's zurück, aber nein. Das geht auch anders. Ich hätte es eigentlich ganz angenehm, ich fokussiere ihn ja mit der ZL-Taste an, dass Link alleine mitläuft. Aber ich muss schon selber manuell schauen. Warum sind die scheiß Hühnchen denn wieder verteilt? Ich habe sie doch alle schon zurückgeholt. Oh nein, Quest Teil Nummer 2, oder? Finde die Hühnchen noch einmal. Ah. Dem muss doch nicht sein. Warum bleiben die Hühnchen denn nicht da, wo sie bleiben sollen? Oh, mehr Stamina, ist das gut. Wobei, schaut euch an, so wie das jetzt gerundet ist, kriege ich das mit 5 voll? So, ist das jetzt hier? Ich bin so müde, Bergsteigen ist nichts für mich, ich kann nicht mehr weiter. In diesem Schrein sein. Aber hier gibst du immer die Puste aus. Wieso bleibst du dann nicht hier, bist du wieder Puste? Egal. Ich mach dir ein Bild. Bleib da. Gürtel, du kannst doch nicht, ey. Wirklich, die 3 Meter? Die 3 Meter wirst du nicht mehr gehen. Ah, aber vielleicht kann ich mir von der Fee ein bisschen Zucker holen. Ach Gott. Ja. Kommen Sie heraus. You look someone that I used to know. Das ist kein Adele-Song, oder? Ich kenne keine Adele-Songs, tut mir leid. Was ist das? Du hast keine kleine... Doch, aber ich dachte, ich hätte jetzt genug was... Okay. Ach, ich habe nicht genug Bockblind-Scheiße. Oder Prinzessinnen-Enzian. Wo soll ich den denn finden? Bockblind. Bock, bock, bock. Bock, 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 blind. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Unsere properen Feen. So, ich hab dir Foto gemacht. Der hätte es nur 5 Meter weitergehen müssen. Aber nee, der ist jetzt da hochgelaufen, weil wenn ich die Quelle nicht gefunden hätte, dann hätte er mir gezeigt, wo die Quelle ist damit. So. Kagari, Kangis. Ich hab sie gefunden. Ja, gefunden. Verstehe, verstehe. Was? Du hast sie gefunden? Wie bitte ist das dein Ernst? Hast du auch ein Bild von diesem Ort? Wenn ja, dann zeig es mir. Hier, mein Freund. Direkt frisch auf dem Handy. Das ist jetzt die Quelle der großen Fee. Sie ist wirklich schön. Aber ich hatte sie mir irgendwie mystischer und eleganter vorgestellt. Naja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du für mich danach gesucht hast. Ich würde mich gerne revanchieren, habe aber nichts Passendes bei mir. Außer, ich hab's. Du suchst doch sicherlich auch ab und zu bestimmte Orte. Ja, ich habe auf meinen Reisen ganz Hyrule gesehen. Da kann ich dir bestimmt weiterhelfen. Da weiß ich was. Hier. Sag mir doch, wo ich... Ah, ein großes Tor und dahinter verschneite Berge. Ah, cool. Ich kann mir Hinweise holen. Ah, das ist ja geil, Omar. Von diesem Dorf eine Weile nach Osten die Ranellspitze. Das Neidra-Schneefeld. Westlich vom Neidra-Schneefeld. Das ist ja cool. Westlich vom Neidra-Schneefeld. Westlich vom Neidra Schneefeld. Westlich vom Neidra Schneefeld. Westlich vom Neidra Schneefeld. Westlich vom Neidra Schneefeld. Das ist die Ranellspitze. Neidra Schneefeld. Da. Westlich. Das ist das Neidra Schneefeld. Ist das der See der Läuterung dann? Mach mir hier mal eine Markierung. Granellspitze, ja. Granellgebirge. Granellplateau, Granellklippen. Seligberg. Neidra Schneefeld, doch, da hier. Merkt er sich denn diesen Schüssel? Schreibt er den vielleicht irgendwo auf? Nicht, ich will es nicht löschen. Ja, hier müsste ich alle Tiere und allen Schüssel fotografieren.
Okay, westlich vom Nidra Schneefeld. Sollte ich irgendwo hinbeamsen? Ja, ne? Komme ich denn am besten dahin? Dann hat Theno aus. Das hier ist ziemlich hoch, ne? Lass ihn mal zum Turm teleportieren. Okay, ja, gut, gut. Dann machen wir das doch so. Dann holen wir uns eben nicht direkt... Oder versuchen wir nicht, das direkt zu finden, sondern wir holen uns Tipps ab. Von den Leuten hier. Es wäre aber nice, wenn diese Tipps und so Kochrezepte und der ganze Schüssel notiert werden. Ne? Es ist ja nicht mal mehr ein Handbuch dabei beim Modul. Und wer die Download-Taste hat, wo willst du denn was notieren? Oder kann man auf dem Touchpad irgendwas schreiben? Das weiß ich nicht. Jedenfalls, wir sind auf dem Hateno-Turm. So. Da ist die Ranell. Ganze Ranell-Schüssel. Da ist das. Okay. Let's do this! Mal sehen, wo wir hinkommen. Oh, diese Weitsicht, ist das der Hammer! Eine schöne Weitsicht haben wir hier. Hier auf dem Plateau bin drauf. Fliegen wir runter, damit wir wieder hochsteigen können. Und guck mal, natürlich gebildete Löcher hier oben auf dem Plateau. Ganz dahin komme ich nicht, ne? Aber ich glaube, ich mache dann lieber den hier. Dann kann ich nämlich nochmal Schwebinger machen. So. Ja, irgendwo muss ich rüber. Über das Bergeli. Das wird wahrscheinlich hier sein. Zum Glück habe ich ja mehr Stamina. Mir geholt. Das war jetzt keine gute Idee, da unten noch zu laufen, aber... Wie gesagt, ich habe ja mehr Stamina geholt. Stamina. Ausdauer. Ausdauerkraft. Wisst ihr, was jetzt ganz geil wäre? Wenn es hier... Ihr kennt doch diese Bergziegen, ne? Die anscheinend irgendwie aus so ganz schiefen Wänden immer so herumstehen. Wenn jetzt hier wirklich auch Bergziegen wären, oder ist das da oben eine Bergziege? Ja, es ist so ein Stein, den man raushauen kann, ne? Aber so Bergziegen, die einfach mal hier stehen. Und vielleicht auch sogar wie Menschen, jammern. Hier so ein Geistbock, der einfach da oben. Okay, also ab zum Hanuta-Turm. Da kommen wir ja her. Guck mal, das hätte ich nie gefunden, wenn er mir keinen Hinweis gegeben hätte, aber westlich vom Feld. Bleibt die Frage, wie weit westlich. Ich habe ja jetzt erstmal notiert. Wäre natürlich ganz cool, wenn ich auf dem Weg hierhin auch noch einen Schrein entdecke oder so. Okay. Okay. Ah, aber der Schrein, da bin ich ja auch schon fast bei den drei. Ah, aber nee, hier ganz hoch sollte ich ja besser nicht. Oh, was geht hier? Was geht denn hier? Kann ich das eigentlich mit dem... Ah, warte mal. Ich mach mal auch mal ein Foto. So, Eintrag im Handbuch wird ergänzt. Genau, wenn ich von allen Fotos mache, dann mache ich auch das Handbuch ja natürlich voll, ne? Aber ich will mal gucken, ob ich das mit dem Hammer machen kann, vielleicht. Ja! Okay, es geht. Es geht ja tatsächlich ganz geil. Oh! Das geht ja tatsächlich. So. Ich habe die Markierung natürlich jetzt provisorisch gemacht. Oder mehr westlich von diesem komischen Feld genannt.
War ich bei diesen drei Bäumen nicht schon mal? Da war ich doch schon. Oder? Oder irritiert es mich jetzt? Das hätte ich nicht machen sollen, oder? Obwohl, hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen stehen gleich. Ein bisschen Stamina aufbauen. Oh, da wird es bestimmt aber auch eisig. Oh, guck mal, die Temperatur sinkt schon. Temperatur, wie sie sinkt und lacht. Bin ich denn? Ja, ich guck mal gleich, wo ich hier bin. Oh Gott. Oh Gott. Und hops. Nein, 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 nein. Ach, Alter, shit, fuck ist dann. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hast du umsonst geklettert. Aber wieso ist er denn da oben nicht so stehen geblieben? Das sieht doch stehbar genug aus. Hier, ist doch voll stehbar. Ja, genau. Wieso bist du denn hier nicht? So. Jetzt kann ich nämlich hochhopsen. Wie ich lustig bin. Okay. Puh. Jetzt wird's fast zu kalt. Weil ich will hier eigentlich nur von hier runterspringen. Okay, dafür bist du zu schnell. Mein Freund. Bin ich denn hier? Ey, aber es ist immer eigentlich, wenn ich schon ganz oben an der Klippe hier bin. Ich kann es mal probieren. Da muss es doch noch was extra geben. Okay, warte mal, ich ziehe mich mal um deswegen aber. Ich habe hier noch mein Wams. So. Ja, Wams, Wams, Wams. Okay. Oh, bin ich hoch. Oh, bin ich hoch. Hoch hinaus. Boah, was ist denn das da hinten? Ist das noch eine Brücke? Da oben? Boah. Der Todesberg auf einmal hier. So, wo wollte ich denn nochmal hin? Hier hin. Westlich von der... vom Neidera Schneefeld. Könnte das hier sein? Oder meinte vielleicht sogar hier? Welches Foto war das nochmal? Das hier, oder? Guckt auf dem... Guckt es jetzt hier auf den Berg drauf, wo ich... Ne, ah, guck mal, da ist Wolke drüber. Hier oben ist gar keine Wolke, ne? Okay, also es muss... Das Neidera Schneefeld ist... warte mal, in welche Richtung... Ich muss ja auch mal in die Richtung gucken. So, damit ich nicht irritiert bin. Also. Da ist der... Da ist das Neidera Schneefeld. Das ist der verschneite Berg hier. So. Das ist der verschneite Berg. Westlich. Könnte das hier sein? Westlich. Westlich. Das ist das Neidera Schneefeld. Richtung Todesberg. Holy shit. Oh, was geht da unten? Holy shit. Westlich vom Neidera Schneefeld. So. Da komme ich. Ey, das ist tatsächlich ganz... Boah, das ist sogar ganz, ganz geil getimt. Schau mal, wie geil getimt das ist. Alter, wie gut getimt von mir das war.
Topaz nehme ich mit. Saphir nehme ich mit. Alter, geile Edelsteine. Geilste Edelsteine in deiner Umgebung. Feuerstein sogar. Herbert Feuerstein. Wolpers. Zack. Stein. Ups, nicht nochmal hauen. Steinsalz, Bernstein. Oh, ich bin so gut. Also man muss den hier, den Berg, die Ranellspitze im Hintergrund haben. Westlich vom Eisfeld. Und da ist noch ein Schrein. Muss aber viel weiter westlich sein, ne? Das ist das Plateau. Das ist das Nidra-Schneefeld. Das muss irgendwo hier sein. Oder hier so, wenn man hier rauf gucken kann. Ah, oder meinen Sie das hier vielleicht? Nee, ne? Ja, ich gehe erstmal zu dem hier. Und let's do this. Westlich vom Nidra-Schneefeld. Oh. Wollte gerade den Bogen rausholen. Ah, nein, 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 nach vorne. Nicht den Controller loslassen. Minjong, ein Glück, dass ich die Stamina genommen habe. Weil das macht es natürlich um einiges besser. Was leuchtet denn da? Ja, den Schrein, den sehe ich. Was leuchtet denn da? Was da. Was ist denn das? Oh Gott. Da ist eine etwas verdächtig aussehende Höhle in der Wand, wo es drin leuchtet. Was geht denn hier? Was geht denn hier? Leuchtendes Erz? Leuchtstein. Boah, das ist bestimmt super wertvoll. Bestimmt super wertvoll. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Also. Das muss echt sehr weit weg sein von dem, damit der Berg so weit so klein in der hinten zu sehen ist, ne? Alter, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ein Leuchtpilz. Ein Leuchtpilz! Ein Schleichling, meine ich. Überall so kleine Boote stehen, ne? Das ist eigentlich auch ganz nice. Ach, jetzt hör mal auf damit. Dummbatz. Ich hab dir doch nichts getan. Gut, gehen wir zum Schrein und dann noch weiter westlich. Ah, aber. Was meint er jetzt mit westlich? Moment. Denke ich das gerade, denke ich gerade richtig nach oder denke ich. Der sagte ja westlich vom. Von dem Plateau-Dingsen. Aber ist westlich denn. Ist mit westlich dieses Westen gemeint in diese Richtung? Weil ich bin ja von hier ausgegangen. Wenn ich hier drauf gucke, dann ist hier nämlich die Spitze. Na? Und dann ist Westen aber in die Richtung. Und deshalb gehe ich ja auch hier hin. Ist es vielleicht doch das? Nee, das ist ja. Westlich vom Nidra Schneefeld. Doch das hier. Das wäre ja Quatsch. Wenn dem so wäre. Hallo, wieso ist denn das auseinandergefallen? Ey, ich habe so viele Steine geholt, das ist ja der Hammer. So, Leute, ey, ich wollte das doch nehmen. Hallo? Beamt diese Blume etwa weg? Will die mich verarschen, die Blume?
Gib ihm weg und wächst irgendwo anders nach. Was? Da oben. Ach, nur Wasser. Da oben ist sie jetzt. Ey. Du willst mich wohl verarschen. Blumi. Bleib doch mal stehen. Und wo bist du jetzt? Das ist doch bestimmt gescriptet, dass ich sie 10-mal nicht greifen darf. Naja, egal. Egal! Ist mir egal! Ja, mit dir. Ja, Schleichen ist mir auch egal. Wo war nochmal der Schrein? Da runter direkt, ne? Da. Oh! Oh! Nee. Das ist super. Nicht schnell genug ausgelöst beim Rukumar-Schrein. Rukumalukula! Ups. Falsche Taste. Das kann auch passieren. Das kann auch passieren. Falsche Taste drücken. Wir gehen auf allen Vieren. Kann doch mal passieren, die falsche Taste zu drücken. Wir gehen auf allen Vieren und trinken nachher Bieren. Die können wir uns dann schmieren, ab in den Dungeon. Die fünf Flammen. Oh, oh. Oh Gott, what? What? Was geht denn, Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Was geht denn, Alter? Okay, das geht schon mal nicht. Oho. 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 Muss ich sie alle ausmachen, die Flammen. Ah, okay, okay. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. So. So, aber. Okay. Habe ich die alle ausgemacht, oder? Oder muss ich sie alle anmachen? Das ist hier die Frage. Ein Ding spritzt ja Wasser. Soll ich den Wasserspritzer vielleicht nach unten machen?
Jetzt ist der Wasserwerfer unten. Wasserwerfer oben. So. Das Ding ist unten. Kann ich die vielleicht jetzt... Feuerfalle oder so habe ich jetzt auch nicht direkt parat, ne? Keine Feuerpfeile. Kann ich nicht eine billigere Waffe? Es dauert immer so lange, mit dem Ding auszuholen. Kelle reicht doch bestimmt. Die Kelle Family. Links. Okay, lass mich nochmal raus und reingehen, um das zu resetten. Weil ich wüsste sonst, glaube ich, nicht, wie man die anzünden soll. Dann ist es wohl, dass die fünf alle anbleiben. Das Volk der Shika soll diese Energiespeicher gebaut haben, die seit 10.000 Jahren nicht erloschen sind. Na gut. Geh's mal wieder runter. Man muss das irgendwie anders machen können, als perfekt darauf zu achten, dass du die Flammen anzündest, ohne dass das Wasserdingsen dir alles verdingst. So. Ich muss eigentlich das Ding jetzt einmal... okay. Ich drehe das Ding jetzt einmal. Ich müsste den oberen eigentlich mal erwischen. Geht das auch mit dem Fall? Okay. Alles klar. So. Dann, oh, ich habe den Fall wieder. Natürlich ist die Holzkelle zerbrochen. Natürlich. So. Das ist an. Dann machen wir weiter. Das geht an. Das geht an. Aber es wird von 5 Flammen geredet, ne? 1, 2, 3. Aber 4, die 4 ist an der... Ne, 1, 2, 3, 4. Okay, die oberste noch. So, das wird jetzt knifflig, weil der unterste ist ja der Sauger. Ich müsste das Ding jetzt zu mir hin bewegen. Ups. Ich bin jetzt raus, zu mir einmal hin bewegen. Da geht zwar eins aus.
Aber er spritzt zu mir. So. Ist der unterste jetzt aus? Beide sind aus, ja. Ich müsste den nach unten bewegen. Geht das Ding nach unten? Oh, ich kann... Nee, ich kann einmal... Ah, okay, ich mache einmal den hier. Doch nicht das... Mein Soldatenbogen zerbricht doch nicht gleich. So. Wie kann der denn so easy zerbrechen? Das ist doch Bullshit. Da hinter mir ist aus. So, ich mach mal jetzt... Ich drehe den hier und dann wieder zurück. Oder? Oder? So, und einmal jetzt. So herum. Sind die jetzt nicht alle an? Doch. Wusste ich's doch, dass die alle an sind, ja. Also, geht doch. Geht doch. Was kommt davon, wenn man so gut denken kann wie ich? Weil ich ein schlauer Mensch bin. Oder jemand, der viel dummes Glück hat. Eines von beiden. Ein glücklich dummer Mensch. Gebe mir das Zeichen der Bewährung. Noch ein weiteres für mich. Drei weitere für den Container. Wahrscheinlich Ausdauer. Weil ich bin gerade in die Ausdauer ein bisschen vernarrt. Aber man sollte es eigentlich gleichmäßig machen, ne? Jetzt habe ich Ausdauer, jetzt müsste eigentlich wieder ein Herzcontainer kommen, weil mehr Herzen sind natürlich auch ganz geil. Ich will mal in den großen Dungeon! Ich will in den großen Dungeon! Dann können Sie mir das Dungeon, danken. Oh Gott, was ist denn das hier? Oh, holy fuck! Bist du schnell! Ah, was geht denn hier? Was geht denn hier? Wieso sagt mir das denn keiner, dass da so... Holy fuck! Wer macht denn sowas hier? Holy shit! Und ich denke schon, was sticht mich denn hier? Und es ruckelt auch noch wie Sau. Die haben 120 Shitpoints. 120 Shitpoints haben sie! 120! Das geht nun wirklich nicht. Hier bin ich schon mal gewesen, ne? Diesen komischen Schrein habe ich noch nicht gelöst. Versunkene Rettung. Seht ihr hier irgendwo den Turm eigentlich? In diesem Part? Ne, nicht ganz, ne? Numa, yay. Ne. Ah, hier ist wirklich zuckelig. Oh, 200 hat der! Ui, 200! Damit gebe ich mich nicht ab. Weil es doch ziemlich viel ist. Ranel Spitze. Ein großer Baum. Könnte es doch das Gewürge da oben sein. Oh, Ficky, ey. So, ich hab das. Da ist westlich vom Nydra Schneefeld. Habe ich das hier genommen, aber das war es ja nicht. Ranel Klippen. Quelle der großen Fee. Ach, das ist doch shit. Ja, das ist doch shit, warum kann ich es nicht finden?
Das eine war ja leicht zu interpretieren. Das eine, es war ja leicht. Vielleicht kann ich den Johnson nochmal fragen. Den Oolong Johnson. Oolong Johnson! Komm jetzt. Ach, geh doch kacken. Nur weil es ein bisschen feucht ist. Ein bisschen hakle feucht. Das ist doch Quatschestan, was du da machst. Dummes Spiel. So. Und da sind wir wieder im vertrauten Gebiet hier, ne? Das da... Ui, ui, wie es da ausschaut. In welche Richtung gucke ich denn? Alter, ich gucke da in eine ganz andere Richtung. Ich löse jetzt diesen Schrein. Da habe ich mich entschlossen dafür. Welcher war denn das? War das mit diesen Unterwasserbällen? Also ich dachte, da muss ich hier vielleicht noch ein Item haben, um das zu lösen, aber anscheinend habe ich ja wohl alle Items, ne, wenn es nur ein dummes Fotomodul war, was da noch über gewesen ist. Dann brauche ich das ja nicht. Der Datakusu-Schrein. Wer denkt sich denn diese Namen aus? Datakusu. Datakusu-Schrein. Vielleicht muss ich den Typen nochmal genauer fragen und noch genauer zuhören. Der müsste das doch perfekt erklären. Das ist versunkene Rettung. Ja, das ist der Wasser. Kugelschrein. Ja, das wollte ich nicht. So. So. Das ist so. Oh shit. Ah shit. Drück die falsche Taste. Sei doch am Arsch. Oh, komm. Ich drehe. Nein, 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 nein. Ach. Scheiße. Nicht die Kippsteuerung, ey. Nicht die fucking Kippsteuerung benutzen. Hey, jetzt hör doch mal auf! Ich drücke immer noch die falschen Tasten. Ich werde hier noch wahnsinnig. So. Ey, du kannst das doch nicht... Jetzt muss das doch... Da ging die Tür auf, das letzte Mal. Aber das hatte ich ja schon probiert, ne? Da ist dieser Schalter unten. Ich hatte das Ding ja draufgepackt. Guck mal, ich drück das drauf. Und da passiert nichts. Drück, drück. Oder? Vielleicht reicht es nicht, also ich übe ja jetzt Druck darauf aus, aber vielleicht passt es eher, wenn ich es loslasse. Ah, es muss bestimmt sein, dass ich es loslasse, oder? Oder? Ich lasse mal jetzt los. Ja, so klappt das jetzt hier voll, Horsties. Aber nicht, wenn ich Druck selber darauf ausübe. Nee, das finde ich jetzt unlogisch. Das finde ich jetzt unlogisch. Tut mir leid. Das finde ich jetzt unlogisch. Dann machen wir den noch da drauf. Legen das Ding ab.
gibt's doch nicht. Das ist dieser Drecksball. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah shit, ah shit, ah shit, ah shit. Okay. Das wollte ich. Lass mal jetzt so los und hoffe aufs Glück. Nein, natürlich nicht. Wo ist er jetzt? Ey, loslassen, ey, wie blöd das auch ist. So. Jetzt lässt er da das Wasser ab. Picky po picky. Gebe er mir mein Emblem. Dann haben wir auch... Ist das der einzig liegen gelassene Schrein? Ah, außer den... Oh, der sieht ein bisschen anders aus hier, ne? Oh, mit seinem... Auge der Wahrheit, Tuch. Okay. Ich weiß, die Kraftproben haben wir noch nicht, aber da war ich... Nee, die Kraftproben, das war nicht so ganz... Das war noch nicht meins. Da bin ich noch zu schwach. Zu schwach für... Für die Kraftproben. Braft Krogen. So. Okay. Ach, das sind diese Sümpfe hier, ne? Beim Todesberg. Wo ist denn der... Das müsste der Turm sein, oder? Ja, da so leuchtet hinten. Doch, das müsste der Turm von hier sein. Aber da ist noch ein Schrein, ne? Da ist noch ein Turm. Oh! Warum tut ihr mir das an? Hier auf den Koponga-Dorfruinen. Ach, das arme Koponga. Koponga, Topenga. Alter, oh, 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 oh. Da tanzt dein Geist durch die... Was? Rostiger 2. Da tanzt dein Geist durch die Luft. Seht ihr das? Was machst du denn da? Wieso bist du ein Geist und wieso kannst du durch die Luft tanzen? Du bist ein dummer Schweinepriester. Das bist du. Okay, da hinten. Ich sehe einen Schrein. Papaya, was? Achso. Kukul, kukul. Kukul, kukul. Hat's gemacht. Das ist... Ist das noch... Oh, die kann ich ja doch einigermaßen leicht killen. Exalfosch. Okay. Also habe ich gerade alle meine Sachen fallen lassen. Inklusive meinem Schild. Alter, ich habe mein Schild gar nicht. Okay. Drei. Mit Abwehrkürbis. Alter, was geht hier? Ach, ich hab keinen... Oh, wieso kann ich denn keinen Bogen damit ausrüsten, schnell?
Dachte, sowas geht auch. Alter. Holy shit. Ne, die übelsten Motherfucker. Oh, lauf doch, du Dummbatz. Oh, ey. Okay, so. Alter, ich will jetzt mein, ich will meine Waffen haben. Nicht diese Exalfos-Kacke. Das kann mir doch alles gestohlen bleiben. Ey, wo sind jetzt meine geilen Sachen runtergefallen? Irgendwo hier. Wo sind meine Sachen? Oder haben sie sich aufgelöst? Oder was? Nee, da leuchtet doch was. Das ist doch bestimmt mein Schwert. Bockschild. Doch, das ist mein Schild. Boschenschild. Oh, sehr gut. Exalfoshorn. Dann habe ich wieder mein Wächterschwert. Ich habe meine... Ach, das gute Schild, ey. So einer bist du also. Der Krogmannsamen. Tschüssi. Mensch, 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 Mensch. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Oh, ein Kack! Aber ich habe immerhin jetzt auch mehr Tempo, habe mir das ganze Essen reingepfeifert. Reingepfiffen. Oh, ich komme auf dem Todesberg verdächtig nahe. Verdächtig, verdächtig. Das Ding ist, hier gibt es ja hauptsächlich nur Ruinen, ne? Sportlotus. Hört sich fast an wie Sportakus. Kennt ihr noch Sportakus? Wie ist das Ding? Lazy Town? Crazy Town? Ne, Crazy Town war seine Gruppe. Come, my lady. Come, come, my lady. You're my butterfly. Sugar, baby. Come, my lady. You're my pretty lady. So war das doch, ne? Das war Crazy Town. Ich meine Lazy Town. Sportakus. Dem anderen Typen, der das dicke Kinn hatte. Von dem sie diese Musik dann gemacht haben. Oh, du da. Was? Letogan? Wer redet da mit mir? In der Palme oder wo? Hier drüben, hier bin ich. Ach, da bist du. Oh, ein Zora! Da gibt's Zoras mit dem Zoras. Verzeih mir, dass ich dich so plötzlich anspreche. Ich bin Letogan vom Volk der Zoras. Der Zora hätte ich jetzt gesagt, ohne es. Als ich gesehen habe, dass du ein Helianer bist, musste ich einfach mit dir sprechen. Würdest du mir einen Moment deine Aufmerksamkeit schenken? Ja, klar doch. Vielen Dank. Der Turm auf diesem Berg dort, siehst du ihn? Nördlich davon fließt der Oberlauf des Zora-Flusses. Über diesen Fluss spannt sich die Ingogo-Brücke. Oh, Ingogo. Ich bitte dich, dorthin zu gehen. Und dann, ich weiß, was du denkst, warum gerade ich, nicht wahr? So würde wohl jeder reagieren, wenn er ohne Vorwarnung von einem Zora behelligt wird. Aber glaube mir, das Ganze wird sich für dich auszahlen. Es ist nämlich so, unser Prinz Sidon ist auf der Suche nach einem starken Helianer. Da es sich um einen königlichen, Auftrag geht, bin ich mir sicher, dass es für diesen Helianer eine Belohnung geben wird. Also nur zu, geh zum Oberlauf des Zora-Flusses und sprich bei der Ingogo-Brücke mit dem Prinzen.
Ich mache erst den. Ich gehe da hin. Aber lass mir erstmal den Schrein machen. Und das ist ja noch ein Turm da hinten. Oh Gott. Die wollen alle mich, die Türme. Also zu dem Turm, ne? Da fließt der Zoraflus. Oder hat er zu dem dahin gezeigt? Nein, nein, das war schon der hier. Gehst du jetzt nochmal raus? Ey. Stachelbrockbogen. Oh, das ist gut. Kann ich mal ein paar schlechte Bögen wegschmeißen? Ja, den kann ich eigentlich... Kann ich nicht wegwerfen. Der ist ja so gut wie im Arsch. Ey, diese Dinger hier. War es besser als nichts, aber dennoch. Nein, ich wollte doch den Stachelbockbogen. So. Alter, was geht denn hier? Was geht denn hier? Aber warum? Komme ich denn da rein? Müsste ich also von oben irgendwo hinfliegen? Oder ist... Ja, shit, da komme ich ja gar nicht hin! Dummy nochmal. Ja, shit. Habe ich mich jetzt auf was eingelassen, was zu much ist für mich? Komme ich da überhaupt auf die andere Seite? Aber ich glaube, das wird ein eher... Obwohl, nee, hier... Oh, nee, hier schon. Hier kann ich schon raus, oder? Oh, ich kann schon hier raus. Ja, geil. Ich dachte, ich kann das da hinten raus. Aber ich komme ja schon hier raus. Ja, komm. Da kannst du noch einen Tacken schnell... Ja, Glück gehabt. Das ist nämlich noch ein Body of Water da hinten. Ich will zu diesem Leuchtstein. Ja, komm. Du wirst... Ey, es ist 3 Uhr morgens. Was willst du von mir? Was willst du von mir, du Affenmann? Oh, den Holzfall, den nehme ich gerne mit. Den nehme ich gerne mit. Das soll mich nicht stören. So. Wo hat der Zora mich nochmal hingeleitet? Ausdauerkrabbe. Ja, geil. Ich nehme dich für Mann und Ausdauerkrabbe. So, habe ich denn noch meinen großen Hammer. Hammer-Time. Gib mir den Leucht... Ach, komm. Du kriegst ja auch nochmal hier einen... So. Bestimmt für irgendwas Geiles gebrauchen. Wo ist denn hier ein Schrein in der Nähe? Oder meint er den da hinten? Lass mich mal kurz hier gucken. Ich weiß, ich will in die andere Richtung, aber ich gucke ja nur mal kurz. Ja, es ist wohl der Aufstieg Richtung Todesberg, ne? Ah. Oh Mann. Ey, ich muss. Da muss ich irgendwie runterfliegen, habe ich das Gefühl. Es sei denn, ich kriege irgendwie so Spike-Stiefel. Und noch keinen einzigen Dungeon gesehen. Ey, Leute, was macht ihr denn da? What the fuck are you doing? Why you know Dungeon?
Ich wette, einige hatten bis hierhin die Angst, dass es gar keine richtigen Dungeons gibt oder so, ne? Haben gesagt, worst Zelda ever. Ever. Worst Zelda ever. Ever. Und dann kamen die Dungeons und haben gesagt, best Zelda ever. Boah, das sieht auch aus, als ob es was wäre, wo ich ein Foto davon hätte. Aber wahrscheinlich nicht. Schrein in der Nähe. Fängt an zu blinken. Blinkt ihr ein? Sehe ich hier irgendeinen? Boah, wie gut das hier ausschaut, wo ich gerade. Oh, da. Nee. Heute nicht, meine Freunde. Heute nicht. Not today, not tomorrow. Maybe the day after tomorrow. Werde ich mich um euch kümmern. Oh, was ist hier? Oh. Ach, geh doch kacken. Okay. Dann mache ich das. Da bist du schon wieder ein Krogmannsamen. Da kriege ich hin. Oh scheiße, meine Ausdauer. Jetzt bin ich wieder komplett zurückgelaufen. Nur wegen des Krogmannsamens. Und, was machst du so? Tschüss. Boah, ist das, sind das Grabstätten da hinten? Nein. Ich wollte auch zum. Ich wollte komplett in die andere Richtung. Ah, okay. Okay. Komplett in die andere Richtung wollte ich. Dann habe ich eine Herausforderung gesehen. Und die angenommen für einen Samen, mit dem ich Scheiße anstellen kann. Ich muss dieses Wäldchen finden, ne? Wo unser Flöten-Otto hier, der Rasselmann, der Rassel-Kokiri lebt. Der Rasselmann, ey. Wir rasseln jetzt die Rasseln. Ja, komm. Klettere eher darauf. Dann kann er dagegen runterklettern. Den Turm möchte ich noch erreichen. Zumindest. Die heutige... Oder? Oh, shit. Oder den Schrein zumindest da. Okay, den Schrein. Was ist ein Schrein? Turm ist doch, glaube ich, ein bisschen viel. Saikohi-Schrein. Können wir dann beim nächsten Mal machen, ne? Alter, was geht denn hier? Da steht ja ein Zora. Ein Hylianer, hi. Ja gut, Leute, dann haben wir doch einen schönen Ausstiegspunkt erreicht. Mit ein bisschen Cliffy-Hangy, ne? Können wir da mal gucken, was passiert danach. Aber das machen wir nicht mehr in diesem Teil von Gregors Spiel, The Legend of Zelda Breath of the Wild, sondern im darauffolgenden. Bis dahin sage ich tschüss.